Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen im nächsten Part auf der Ali-Seite in BFA. Und ja, Leute, wir haben Stufe 113, wir haben schon 84% noch offen. Nein, also wir haben 15 steht hier und 84 ist noch offen. Okay, das kann nicht so ganz passen. Nein, aber wir haben so ungefähr 15% geschafft. Samantha Süß haben wir letztes Mal befreit und der gute Eschtal ist entführt worden und jetzt befreien wir die beiden, beziehungsweise nein, Mrs. Süß, geben wir jetzt erstmal ihre Klamotten. No tode Hexen sind gute Hexen. No tode Hexen, ja, auf jeden Fall, ne? Dann muss ich mal einmal gucken, ob das, ach, guck mal an, hier ist viel zu leise. So, jetzt haben wir das. Jetzt sollte das passen, ich hoffe es. Wenn es zu laut ist, dann müsst ihr dann mir das natürlich unterschreiben. Ein guter Tag für etwas Alchemie. Jo, weil nämlich das letzte Mal, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ist ja einiges zu Bruch gegangen hier, ne? In meinem ich guten WoW-Dasein. Ja. So, Mr. Eschtal, komm raus. Ansehen musste. Das Grauen. Das Grauen. Ja, das Grauen. Das Grauen. Und läuft weg. Bist du angegriffen? Nö. Nur ich werde jetzt angegriffen, ne? Ne, komm. Boah, holy shit, Mann, ich hab das doch weggemacht. Ohne Witz, Leute, ich hab das weggemacht, Mann. Ich hab das extra weggemacht. Ich dachte, das wäre... Oh, shit, da kommt noch einer. Schnell weg. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich dachte, das wäre bei Silver Dragon und dann bei Sounds. Jeglichen Sound habe ich jetzt weg. Mal gucken, ob das vielleicht das letzte war, was ich noch machen musste. Wenn ich euch sehe, na gut. So, wir kriegen jetzt erstmal neue Handschuhe. Alter, von 210. Das sind ja auch die, mit denen wir in den Dingsbums gegangen sind. Ins Add-on reingegangen sind. So, wieso kriege ich denn hier Nebenhand? Ich habe doch gerade Hände bekommen. What the fuck? In Schildhand getragen. Ich glaube, das hat es nicht so. Ich glaube, mein All the Things hat das nicht so richtig gecheckt, was ich gerade bekommen habe, ne? Es ist alles kaputt. Oh Mann. Ich raste aus. So, bittersüß, danke. Ja, natürlich. Kein Problem, ne? Mein Beileid zum Verlust eures Mannes. Aber eure Tochter ist in der Stadt sicher. Passt auf eurem Rückweg auf euch auf. Danke. Ich kann leider nicht bleiben. Und keine Sorge, die erwischen mich nicht nochmal. Das ist gut. Das freut mir. Das freut mir auf jeden Fall. Wir hatten in eurer Abwesenheit einige Besucher. Aber ich habe mich um sie gekümmert. Eschtal ist wohlbehalten zurück, wirkt aber etwas mitgenommen. Er muss einige der Gräueln mit angesehen haben. Leider ja, ne? Leider ja. Oh nein. Oh, hallo, wach. Was jetzt? Okay. Jetzt muss das vermischt werden. Martin beginnt, die Zutaten in einem Becher zu vermengen. Ich benutze ziemlich starken Grog als Grundlage, einen Tropfen Chili-Extrakt und eine Handvoll Herdblumen. Da, Martin gibt euch einen Becher. Es schmeckt schlimmer, als es riecht. Sehr gut, aber es wird Meister Eschtal wieder zu Verstand bringen. Bitte gebt ihm diesen Becher. Das kriegen wir hin. Vermutlich allerlei zu tun für euch. So, bitteschön. Zum nächsten Mal. Meister Eschtal, geht es euch besser? Ich denke schon. Hab Dank, Martin. Champion. Ah, oh, er erwähnt uns sogar. Danke, ja, kein Problem, Digga. Oh, meine Güte, Eschtal schüttelt sich und hustet. Ein bisschen weniger Herdblumen nächstes Mal, Martin. Aber sonst hat es seinen Zweck erfüllt. Das habt ihr beide gut gemacht. Oh, Dankeschön. Nicht vergessen. Zweimal messen, einmal schütteln. Dankeschön, Alchemiemeister. Neuigkeiten? Tiefer in den Wald. Wir müssen tiefer in den Wald. Die Hexen führen offensichtlich etwas noch Schlimmeres in Schilde, als ich mir ausgemalt hatte. Es ist zwar meine Pflicht, mein Meister Eschtal zu Lady Lucilla zurückzukehren, aber es ist ebenso meine Pflicht, mehr über diese Bedrohung für unser Volk zu erfahren und sie, wenn möglich, aufzuhalten. Es ist zwar ein Risiko, wenn wir uns weiter in den Wald hineinwagen, aber ich glaube, das ist es wert. Schlagt schnell und hart zu. Werdet ihr das hier zu Ende bringen, Meister Eschtal? Das werde ich. Martin und ich werden helfen. Fantastisch. Bei den Ruinen nahe dem großen Baum schien sich einiges zu tun. Dann treffen wir uns dort mit unserem Kameraden.
Viel Glück. Bleibt in meiner Nähe. Wir schleuchen uns hinter die Linien der Hexen. Die Hexen sprachen von einem Großritual, um ihren Meister herbeizurufen. Ihren Meister? Ein Wesen, das ihnen Macht verleiht. Ich hörte seinen hallenden Zorn in der Finsternis. Der Meister hasst die Kul-Tiraner bis auf die Knochen. Selbst die Hexen sind nur Schachfiguren in seinem Plan, in unsere Welt zurückzukehren. Was ich in Gefangenschaft hören konnte, legt nahe, dass er mit den Drust zu tun hat. Und nicht irgendeinem Drust. Ich tippe auf ihren Anführer. Das Wesen, gegen das Arom Kronsteig in grauer Vorzeit kämpfte. Ein Jahrtausende alter rachsüchtiger Geist, der uns alle vernichten will? Wie reizend. Er ist sowas von begeistert. Wir müssen dieses Großritual um jeden Preis aufhalten. Machen wir auf jeden Fall. So, wie kommen wir hier durch, ohne zu kämpfen? Gar nicht, ne? Weil wir nicht geskillt haben. Jetzt wollte ich doch mal umskillen, ne? Wo ist es denn? Gibt's, kann ich das als Survival Hunter nicht? Camouflage? Da ist es doch. Nö, wir können es einfach nicht. Gut, okay. Dann boxen wir uns jetzt so durch, ne? Schnell durchballern. Und ja, ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen, ne, Leute? Ah, sonst kriegen wir, glaube ich, vielleicht gar nicht mehr so viel hier... weggeballertes Zeug heute in dieser Folge mit. Weil wir nur die ganze Zeit quatschen müssen wieder, ne? So, kriegen wir das hin? Ihn zu verbrennen da hinten? So, komm her. Blub. Geil, die Fähigkeiten, ne? Jetzt fehlt nur noch diese Hexenbüchse. Schüchse, ne? Die Hexenschüchse, Alter. Wer kennt sie nicht, ne? No! Ein 4? Holy shit! Jetzt kriegen wir aber hart aufs Maul. Ey, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, ne? Meistens spiele ich ja immer als PvP-Dings hoch, wegen den 10% und so weiter. Aber hier ja nicht. Und ja, der 4 kam unerwartet, ne? Das habe ich jetzt nicht mit gesehen, leider. So, okay, weiter geht's, Leute, weiter geht's. Hier sind die Hexen, da kommen wir aber schön dran vorbei. Und jetzt müssen wir hier rein. Oh, Alter! Ich hab's doch ausgestellt! Was ist denn das für ein Add-on? Mann! Ich dachte, es wäre Silver Dragon mit den Rare-Mob-Gedöns-Kacke. Oh, scheiße. Ohne Witz, da muss ich das nächstes Mal nochmal nachgucken, bevor wir die Horde machen. Ey, oh! Hab ich mich verjagt? Jetzt reicht es aber auch hier, ne? Diese Scheiße, ich sag's euch, Alter. Nee. Nicht nochmal mit mir, ey. Wenn sowas passiert, Alter, schmeiß ich einfach alles weg. Shit, Mann. So, wir sind da. Allzeit bereit. Beim Anker meiner Ahnen. Was für eine enorme Armee. Wenigstens scheint sie noch nicht marschbereit zu sein. Und der Baum, auf den konzentrieren sie sich offenbar. Und auf welchen Baum? Auf den hier? Oder auf das Ding da? Und ich glaube, wir müssen da rein, oder? Schluss mit dem Großritual. Die Blutholzhexen planen einen Großritus, ein sehr mächtiges Ritual. Sie beabsichtigen, einen Riss in die Realität zu öffnen, um ihren dunklen Meister hindurchzuholen. Ich vermute, dass sie mit Gorak-Tul unter einer Decke stecken. Wir können nicht zulassen, dass sie das Ritual erfolgreich abschließen. Ihr müsst meine Speerspitze sein. Während ich Meister Eshtal und Martin beschütze, sorgt für Chaos und unterbrecht ihre Rituale. Wie verhext. Wir müssen noch weitere Einwohner von Falkenfrost retten, bevor sie geopfert werden. Befreit einfach alle, die ihr findet. Die Schlüssel, mit dem wir Meister Eshtal befreit haben, sollten auch hier funktionieren. Viel Bleib Glück. Standhaft. Und dann haben wir noch von Meister Eshtal nochmal 2 Quests. Alter, wir kriegen aber einiges, ey. Junge, 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 was bekommen wir hier? Ein Schmuckstück? Nice, ey. Alter, wir haben noch 100er Schmuckstücke. Junge, 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 ey. Ich habe diese makabre Armee aus Holz, Fleisch und Knochen beobachtet und dabei gesehen, wie die Hexen und Diener die niederen Geschöpfe mithilfe von Talismanen kontrollieren. Ich sollte in der Lage sein, einen noch mächtigeren Talisman zu erschaffen, den wir für unsere Zwecke nutzen können. In den Herzen der Diener findet man die stärksten Talismane. Sie dienen den uralten Drust als Anker für ihre körperliche Gestalt und sie sind genau das, was wir brauchen.
viel Glück. Ich bezweifle, dass sie die so einfach hergeben werden. Meinste? Oh. Die Hexen, die hier das Sagen haben, diese Matronen, Eschtal schaudert und nimmt sich dann zusammen. Die Matronen sind die treibende Kraft hinter dem Großritus. Sie sind furchterregend, aber nicht unverwundbar. Wenn ihr ein paar von ihnen ausschaltet, könntet, hätten wir eine größere Chance, diesen Treiben ein Ende zu bereiten. Nehmt diesen Trank. Er wird die Matronen schwächen. Dann habt ihr vielleicht eine bessere Chance, sie zu töten. Bis zum Dankeschön. Mal. Coole Sache. Neuen Trunk, Leute. Richtig geil. Und wir haben noch dann unseren Brennpeter hier noch. Also wir haben schon einiges bekommen, ne? Wir haben schon einiges coole Sachen bekommen hier, die wir nutzen können. In diesem Fight, ich dachte, wir quatschen hier mehr. Nö, wir ballern heute ja richtig hier durch, ne? Letzten Part ja auch noch, ne? Aber wie gesagt, ne? Die Aufregung ist noch groß. Weil hier ja alles abgestürzt ist, ne? Wer den letzten Part nicht gesehen hat, informiert euch und guckt den Part, Leute. den von Dienstag, ne? So. Verfluchter Diener. Die muss ich töten, ne? Dann holen wir die mal ran. Kriege ich den nicht? Achso, er kommt einfach nicht. Muss man näher ran, ne? Ah, schlimm ist das. Und, sind noch ein paar Sachen, die ich einstellen muss. Das habt ihr jetzt gerade wieder gemerkt, eben bei dem Alarm, mit dem Alarm, mit dem, Add-on für den Rare und so weiter. Ach, es ist einfach zum Mäusemelken. Aber ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat oder seinen Rechner neu gemacht hat oder seine Daten nicht rüberziehen konnte und so weiter, seine ganzen Add-ons neu laden musste, weiß, wovon ich rede, ne? So, den befreien wir mal schnell. So. Und da vorne ist, glaube ich, ein Ritual, wo wir hin müssen. Dann werde ich erstmal hier dich verbrennen. Nein! Du musst da bleiben, bis ich... Ach, Manno. Ja gut, okay, dann holen wir uns die ganzen hierher. Komm. Na, ja. Hier spielt die Musik. Ah, fuck. Ah, jetzt haben wir es geschafft, ne? Ah, und Leute, was mich noch aufregt, ne? Wir haben immer noch keine Waffe gekriegt. Alter, wir haben immer noch keine Waffe gekriegt. Es ist... Nee. Ich sag jetzt nicht schon wieder, aber es ist wirklich zum Mäusemelken, ne? Verdammte. Schiete. Das kann nicht wahr sein, ey. Wir machen und tun... Ach, wir können hier auch noch abpflanzen, ja. Geil. Oh, wir kriegen sogar was. Ich raste aus. Wo hat das hingepackt? Da, ne? Ah, wir müssen was verkaufen und zerschroten, ne? Wir müssen langsam mal fertig werden hiermit. So, verfluchter... Ach, das ist nur ein verfluchter Diener. Ich dachte, das wäre hier so eine Matronin. Wo sind die denn bitte eigentlich? Heißen die nicht Matronen? Ja doch, drei Stück gibt es. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Hexenteil, ich mach dich kaputt. Bam, Junge. Schöne Explosion. Vom Feinsten, ey. Ah, das tut gut, ne? Ich habe ja auch direkt, nachdem das passiert ist, und ich es nach einer gewissen Zeit nicht hinbekommen habe, alles vernünftig hinzubekommen, muss ich unbedingt einen Shooter spielen, ne? Habe ich direkt Star Wars Battlefront installiert, gezockt und ein paar Leute abgeschossen. Das musste einfach sein, ey. Um mich zu beruhigen. Auch wenn es sich ein bisschen makaber anhört, aber ey... Also ein bisschen abreagieren, Alter. Das tut schon, das tat schon gut, ey. Das sage ich jetzt auch einfach mal so, ne. Könnt mich ja verurteilen, dass ich jetzt einen Shooter gespielt habe. Oh mein Gott, ne. Aber nichtsdestotrotz, ey, das musste, ne. Ihr wisst Bescheid, ne. Oh mein Gott, der spielt Shooter. Ne, ja. Gleich der nächste Massenmörder, Alter. Ohne Witz, ey. Nee, auf so eine Diskussion lassen wir uns einfach nicht ein, ne? Wir sind Zocker, wir kriegen das schon geregelt, ne? Mit unserem Gewissen und so weiter. Gewissen? Nee, wie nennt sich das? Worauf will ich eigentlich hinaus? Mit dem, um klarzukommen, dass wir das da machen und nicht Realität, in der Realität, ne? Ja, so. Ist das okay? Ich hoffe, ihr versteht mich. Ansonsten versteht mich nicht und denkt euch euren Teil und keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Ah, ich komme sowieso nicht klar mit speziellen Themen im Moment. Ne? Letzte Woche
so viel Stress gehabt ohne Ende, dann diese Woche perfekt angefangen, wunderschön angefangen. Es war nichts los, ne? Stream und sowas hat wunderprächtig gepasst. Und seit, ja, ich sag mal, seitdem diesem Vorfall ist wieder nur Müll, ne? Nur Müll, ey. Ah, es nervt mich so. Wieso kann ich mal eine Woche nur glatt gehen? Auf dem Bau läuft es gerade. Wir haben unsere Brandschutztür bekommen. Wir haben, wir kriegen jetzt die Elektrizität reingelegt und so, ne? Hier so ein paar Kabelchen und so. Internet kriegen wir, also LAN-Kabel kommen jetzt auch rein und so weiter. Also das Netzwerk wird gelegt. Es ist herrlich. Es ist wunderbar, ne? Es läuft, ja. Aber nicht ganz. Es muss immer irgendwas querschießen. Ich verstehe nicht, wieso. Es kann auch so wunderschön sein. Ja? Es kann einfach wunderschön sein, wenn es einfach funktioniert, ne? Aber das wäre ja auch zu einfach fürs Leben, ne? Wenn alles klappen würde, ne? Dann würde sich auch keiner mehr anstrengen. Ne? Dann wüssten wir ja alle, dass es alles gut wird und so, ne? Und ich sehe gerade, wir haben schon ein bisschen überzogen, Alter. Ja, das ist dieses ganze Rumgeballer, ne? Wir stellen uns jetzt mal in Sicherheit. Was kriegen wir hier? Oh, eine Sichel. Das möchte ich jetzt nochmal schnell austesten, wenn ich ehrlich bin. Komm mal her hier. So. Hä? Betört ein Konstrukt? Ach so, oh, dann müssen wir das beim nächsten Mal austesten. Shit. Okay, ich hätte es vorher lesen sollen. Ich dachte, das kommt eine Sichel. Bam! Schön in der Face, ey. Und dann töten wir es. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Gut, wir stellen uns hier mal in Sicherheit. Ich denke mal, das passiert. Komm ins Gebüsch. So. Erkennt uns keiner. Woidi Doidi, ne? Du kommst auch mit rein. Und ja, Leute, ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht es gut. Bis bald.